Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir sind gerade dabei, die wilden Stämme-Quests für Stormblood endgültig abzuschließen und dafür nur noch die Namazu. Und die machen wir jetzt. Die Früchte der Freundschaft. Andra, wenn du mir für einen Moment dein Ohr leihen könntest. Kyurin von Rafkes Rüstkammer, der neulich am Fest teilgenommen hat, hat uns ein Geschenk zukommen lassen. Zeige zu meint, es sei eine kleine Spende, als Zeichen der Dankbarkeit für all diejenigen Flossen, die das Fest möglich gemacht haben. Ich möchte nun mit allen, die einen entscheidenden Beitrag für unser Überleben geleistet haben, Kyurins Gaben teilen und ihnen meinen Dank aussprechen. Willst du mich begleiten? Fantastisch! Dann würde ich sagen, dass wir als erstes Sardu in Dothal-Kahl aufsuchen. Die Sardu, okay. Ja gut. So. Was wollt ihr beiden schon wieder? Zum Dank, dass die Dothal ihre Bräuche mit uns Namazu geteilt haben, haben wir euch heute diese frischen Kaki-Früchte mitgebracht. Sie sind auf den Feldern des Dorfes der Namazu gewachsen und äußerst saftig. Das ist ja anständig von euch. Kaki-Früchte, noch nie gegessen. In Namazu habt also wirklich die Bögen singen lassen, was? Einige unserer Stammeskrieger waren wohl auch als Zuschauer dabei. Sie haben sich prächtig amüsiert, sagten sie, wären beinahe vor lauter Lachen gestorben. Ich bin mir nicht sicher, ob du dich über uns lustig machst oder wahre Freundschaft ausdrückst. Wie dem auch sei, ich danke dir nochmals selbst stellvertretend für alle Namazu, deren Namen du dir offenbar endlich gemerkt hast. Ha, als ich dich zum ersten Mal sah, hielt ich dich für einen wandelnden Schleimbeutel. Nichts so ungut. Scheint es, ob sich die Namazu mächtig ins Zeug gelegt haben, um unsere Bräuche nachzuahmen. Das ist schon mehr, als ich erwartet habe. Na dann, stirbt nicht aus, klar, Namazu. Wir tun unser Möglichstes. Als nächstes geht es zum Morgenthron, wo wir mit Magna Ika sprechen werden. Auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, auf zum Morgenthron. Tschüss, Sardu. Bis irgendwann mal. So, Magnai. Mir wurde berichtet, dass an den Klippen Siolanes, der Windkante, eine gewaltige Statue errichtet wurde. Sie ist sogar vom Morgenthron aus mit bloßem Auge sichtbar und ich finde, sie hat eine sinistere Ausstrahlung. Ich kann dir versichern, es gibt keinen Grund zur Sorge, Magnai Khan. Tatsächlich sind wir gekommen, um unsere Dankbarkeit für die Hilfe der Aurak-Sahil zum Ausdruck zu bringen. Bitte nimm diese frischen Kaki-Früchte als Zeichen unseres Dankes entgegen. Sie wurden im Dorf der Namazu geerntet und ich kann versichern, dass sie äußerst saftig sind. Diese Kaki sehen fruchtig aus. Ich akzeptiere das Geschenk. Die Oronir zeigen sich großherzig jenen gegenüber, die ihnen Respekt erweisen. Dies gilt auch für euch Namazu und euer Fest. Bis zum nächsten Wettkampf werden wir euch gewähren lassen. Die Früchte dürft ihr meinem Bruder Isugen aushändigen. Er fungiert gleichzeitig als mein Leibkoch. Wie du wünschst. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob diese Geste den gewünschten Effekt hatte, aber du hast dir offenbar den Namen meines Volkes gemerkt. Das stimmt mich fröhlich. Meine Augen sollten nicht länger nur schleimige Fischwesen. Mir ist bekannt, dass die Namazu aus den Strömen eines Kahl entstiegen sind. So wie alle Bewohner der Steppe seid auch ihr eine Schöpfung des Sonnengottes. Aber ich schweife ab. Die Namazu sind uns hier eher willkommen als die barbarischen Matanga. Ihr dürft mir auch in Zukunft als Nomaden der Steppe huldigen. Wir werden uns sicherlich bald wiedersehen.
Wir müssen nun nach Mol Ilo weiterziehen, wo Sirin auf uns wartet. Bis bald. Jo, tschüss Magnai. Schon wieder? So viel zum Thema Reittiroulette. So, auf zu Sirina. So, da sind wir nun. Auch schon. Ah, wenn das nicht Tero ist und dazu noch mit solch einer schmackhaften aussehenden Gleitung an seiner Seite, was kann ich für euch tun? Wir sind gekommen, um uns bei dem Mol zu bedanken. Ihr habt uns nicht nur einen Ort geboten, um unsere Feierlichkeiten auszurichten, sondern habt uns auch in euren Initiationsritus eingeweiht. Daher sind wir heute hierher gekommen, um uns zu bedanken. Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir frisch geerntete köstliche Kagi-Früchte mitgebracht. Das ist sehr aufmerksam von euch, vielen Dank. Wie man hört, sind eure Feste sehr lebhaft. Einige Kinder unseres Stammes möchten euren Festlichkeiten beiwohnen. Sie wären doch keine Belästigung, oder? Aber nicht doch, sie wären herzlich willkommen. Das Fest der großen Flosse dauert ganze 7 Jahre. Mehr als genug Zeit, sich für es sich anzuschauen. Die Kinder können gerne jederzeit vorbeischauen und sich an unserem Fest erfreuen. Die Kleinen werden von deinen Worten begeistert sein, da bin ich mir sicher. Als uns das Orakel die Ankunft eines Namazuru weissagte, konnte ich es kaum glauben. Ich bin sehr froh, solch schmeichelhafte Wesen getroffen zu haben. Vielleicht geht es nur mir so, aber die Namazuru scheinen sich dem Mol weniger als Gastgeber, sondern mehr als Hauptspeise großer Beliebtheit zu erfreuen. Wie dem auch sei, ich danke dir für alles. Für uns ist es jetzt an der Zeit, nach Doro-Ilo zurückzukehren. Ja. Dann mal zurück zum Fest. So, Gyoshin. Bandra, wenn du vielleicht einen Moment erübrigen könntest. Hervorragend. Warte kurz, ich rufe die anderen zusammen. Ich möchte, dass ihr euch die Namazuru-Statue genau anschaut. Findet ihr nicht, dass sie etwas Göttliches ausstrahlt? Eher etwas Beunruhigendes, aber okay. Wenn ich sie so anschaue, dann fühle ich mich irgendwie ganz warm und geborgen. Trotz Blitz, übergroße Bauwerke sind zweifelsfrei Zeichen einer blühenden Kultur. Wandra, du bist viel in der Welt gereist. Was meinst du? Hatten all die Feierlichkeiten und Rituale einen Sinn? Haben wir das finstere Schicksal unseres Volkes abgewendet? Ich glaube nicht an göttliche Mächte. Jeder ist seines eigenen Schicksals Schmied. Die Angeister haben die Mühen der Namazuru mit Sicherheit wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja, das sagen wir mal. Bin ich froh, dass du das auch so siehst. Da fällt mir glatt ein Stein von der Finne. Ich denke auch, dass wir das richtig getan haben. Dank unseres Entschlusses, die Feste in der A7-Steppe abzuhalten, haben wir neue Freunde wie dich gewonnen und fabulöse Dinge vollbracht. Wie dem auch sei, genug der Worte. Wir haben erschaffen, was wir erschaffen wollten und zusammengeführt, was wir zusammengehört. Darin drückt sich der Geist des Handwerkermeisters aus. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können, Gyoshin. So in etwa steht es auch im Meisterwerk Annalen des Festes der großen Flosse, wo Freunde im Herzen wohnt, da folgen Freiheit und Frieden. Ist das schon wieder eines deiner famosen Buchzitate? Ha, nein, um genau zu sein, ist es
ganz und gar meine eigene Schöpfung. Annalen des Festes der großen Flosse ist nämlich der Titel meines ersten eigenen Buches. Faulige Flossen, versuchst du mir etwa meinen Ruhm streitig zu machen? Dabei fällt mir ein, dass es da etwas gibt, was ich dir überreichen wollte, Wanderer. Ein besonderes Namazu-Glöckchen, das ich persönlich angefertigt habe. Wir haben uns bei allen Nomaden, die uns geholfen haben, bedankt und ihnen ein Geschenk überbracht. Aber dir haben wir eigentlich am meisten zu verdanken. Deshalb soll es dir gehören. Wir möchten dir noch einmal von ganzem Herzen für deine Hilfe danken. Du hast unser Volk vom Untergang bewahrt. Wir stehen in deiner Schuld. Also gut, das Fest der großen Flosse muss weitergehen. Schließlich müssen wir mindestens 7 Jahre in Folge feiern. Das stelle ich mir anstrengend vor. So, das haben wir abgeschlossen. Bekommen ein Amazur-Glöckchen und noch Materie, die wir uns aussuchen können. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Wahrnehmung plus 15. Und die Verbundenheit ist ebenfalls auf solidarisch mit Sternchen gewachsen. So, das Glöckchen sieht übrigens so aus. Ach, das haben wir noch von vorhin an, von der Ishgard-Episode. Ja, ein kleines Glöckchen um den Hals. So, und jetzt gucken wir mal, was es noch hier zu kaufen gibt. So, Waffenrüstung nicht, das war es auch nicht. Und andere Sachen. So, den Joltanz haben wir auch schon. Ja, das Oroniertuch brauchen wir nicht. Ein Amazu-Bildnis für unseren Garten. Und eine Mikoshi-Pfeife. Eine kunstvoll geschnitzte Pfeife, die den Wanderschrein der Namazu samt seiner meist zuverlässigen Träger herbeiruft. Genau, da kommen sie auch schon. Namazu Mikoshi, das Dach dieses prächtigen Wanderschreins zieht eine goldene Statue, die den Urahn aller Namazus darstellt und zu dessen Ehren der Mikoshi erbaut wurde. Der Schrein wird von 8 treuen Namazus getragen und ist ein Meisterwerk Gyoshins. Ja, und natürlich kann er auch fliegen, wie auch sonst. Ja, und den werden wir natürlich auch in die Favoriten aufnehmen und dafür werden wir... Boah, was schmeißen wir denn raus? Ich glaube, ich schmeiß mal den Kavallerie-Elbst raus. Und den Mikoshi dafür rein. So, alle drei wilden Stämme sind auf den Maximalwert und wie könnte es auch anders sein, gibt es natürlich noch eine gemeinsame Abschlussquest und die werden wir jetzt mal kurz suchen. Die dürfte sich normalerweise in Kugane befinden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wenn nicht, dann, ja, habe ich wieder keine Ahnung. So, mal kurz gucken. Das ist was anderes. Notleidende Künstler. Ach, der fahrende Dichter hat auch schon wieder irgendwas. Hm.
Ach Gott, wo können sie denn die Quest jetzt sein? Gut, das ist eine Level 70er Quest. Da werden wir mal kurz hochgucken. Ist das? Ja, tatsächlich, das ist die Quest. Ja, wunderbar. Ich habe sie gefunden. Yeah. Eine Meerjungfrau in Kugane. Ah, Meister Nun. Hancock hat mich losgeschickt, um nach euch Ausschau zu halten. Ich bin froh, euch direkt hier in der Nähe gefunden zu haben. Er erwähnte, euch treffen zu müssen, doch mit weiteren Einzelheiten hielt er sich zurück. Ich nehme an, er würde euch die Angelegenheit lieber persönlich erklären. Könnt ihr wohl einen Moment eurer Zeit entbehren, um mit ihm zu sprechen? Er befindet sich drüben am Hafen. Vielen Dank. Gebt euch bitte einfach rüber zur Pier 2. Ich werde Hancock wissen lassen, dass er euch dort finden kann. Gut. Dann auf zu Hancock. Hallo, mein Freund. Schön, euch wiederzusehen. Vielen Dank, dass ihr meine Einladung angenommen habt. Ich muss zugeben, ich war mir dessen auch ziemlich sicher. Ihr seid immer so hilfsbereit, wenn es um eure Freunde oder um gute Bekannte geht. Kein Grund, direkt das Gesicht zu verziehen. Meine Bitte ist gänzlich unkompliziert. Ich wurde gebeten, einige Mitglieder der Migischen Befreiungsarmee auf einem Rundgang durch Kugane zu begleiten. Anscheinend möchte sie die Befreiungsanlagen sehen, die es Higashi ermöglicht haben, sich für so lange Zeit der Unabhängigkeit zu bewahren. Befestigungsanlagen, meinte ich. Allerdings sind mir die Gesandten nicht bekannt, da dachte ich mir, die Begegnung würde in eurer Gegenwart sicherlich reibungsloser verlaufen. Immerhin habt ihr einen sehr guten Stamm bei der Befreiungsarmee. Was meint ihr? Ich helfe doch immer gerne. Na gut, solange ich nur rumstehen muss. Ja, wir helfen natürlich gerne. Das freut mich zu hören. Besonders, da die Delegation jeden Moment hier eintreffen sollte. Nach meinen Berechnungen sollte sie genau jetzt von Bord gehen. Aha, da habe ich mal wieder richtig gelegen. Geschätzte Mitglieder der Befreiungsarmee, willkommen in Kugane. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Hancock von der Ost-Andenland Handelsgesellschaft und werde euch durch diese schöne Stadt führen. Vielen Dank für die liebenswürdige Begrüßung. Ich bin Alpa, Hauptmann der Grenzwache Velodyna. Ich bin Yulmin, Alpas Adjutantin. Freut mich, euch kennenzulernen. Bist du das, Tero? Welch eine Freude, dich hier zu treffen. Welch eine angenehme Überraschung. Bist du hier, um uns herumzuführen? Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag, Hauptmann Alpa. Ich bin mir sicher, ihr beiden würdet euch deutlich wohler fühlen, wenn ihr euch in die Stadt mit jemandem, den ihr kennt, anschauen könnt. Meint ihr nicht auch, Tero? Ja gut, warum nicht? Wir kennen sie ja. In diesem Fall werde ich die Rolle des Stadtführers gerne abtreten. Ich werde mich in der Zwischenzeit um eure Unterkunft kümmern. Ich habe das Gefühl, dass du hier gerade ein wenig überrumpelt worden bist. Tut mir leid. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne als erstes das Schloss besichtigen. Ich kann es kaum erwarten, die Befestigungsanlagen zu sehen. Ja, und hier befinden wir uns schon vor dem Schloss Kugane.
Jo, dann gucken wir uns doch das mal an. Es ist wunderschön. Es sieht wirklich hübsch aus, doch ich kann mir nicht vorstellen, dass es als Festung taugt. Alles viel zu dekorativ. Welche ungewöhnliche Kleidung. Man erkennt direkt, dass ihr nicht aus Kuganen stammt. Dürfte ich wohl fragen, wo ihr herkommt? Ich bin bei den Kami. Ist der Schwanz etwa echt? Bist du eine Meerjungfrau? Red doch keinen Quatsch. Ich bin keine Meerjungfrau. Ich bin eine Ananta. Es gibt viele wie Alpa in Alamigo, unserem Heimatland. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Ah, dann seid ihr also aus dem Westen. Verzeiht meine vorliegenden Schlüsse. Es kann ziemlich eintönig sein, dieses Tor hier zu bewachen. Da gibt meine Fantasie manchmal mit mir durch. Ist schon in Ordnung. Wenn du einen Moment Zeit hast, könntest du uns vielleicht ein wenig über dieses Schloss erzählen? Ich frage mich, wie eine einzelne Wache ausreichen kann, um dessen Sicherheit zu gewährleisten. Natürlich, ich bin zwar kein Experte, aber ich erzähle euch gern, was ich weiß. Betrachtet es als Entschädigung für meine Unhöflichkeit. Der zentrale Bergfried, der sich über uns erhebt, ist von enormer strategischer Bedeutung und beinhaltet zahlreiche Verteidigungsvorrichtungen. Wie ihr sehen könnt, befinden sich überall in der Fassade Öffnungen, hinter denen Bogenschützen und Maschinisten Stellung beziehen können, um den Feind mit einem Hagel aus Pfeilen und Kugeln einzudecken. Dadurch wird es nahezu unmöglich, das Schloss von vorn anzugreifen. Und die armen Eufel, die versuchen, die Mauern zu erklimmen, werden von herabstürzenden Felsen oder siedend heißem Öl malträtiert, das aus einem der unzähligen Feuerschläge vergossen wird. Sollte es jemand tatsächlich schaffen, ins Schloss vorzudringen, wird er seine Mühe und Not haben, wieder herauszufinden. Die Wege im Inneren sind nämlich bewusst wie ein Labyrinth angelegt. Kaum zu glauben, mit welcher Eleganz hier Form und Funktion vereint wurden. Ich bin beeindruckt. Ich muss jedoch zugeben, dass das Schloss schon mal eingenommen wurde. Vor nicht allzu langer Zeit gelang es einem skrupellosen Kerl namens Kageyama und seinen Lakaien, sich während einer Gala des Magistrats einzuschleichen, indem er sich einfach unter die zahllosen Leute mischten, die ins Schloss geladen waren. Was nur einmal mehr verdeutlicht, dass alle noch so ausgeklügelten Verteidigungsmaßnahmen hinfällig sind, wenn man nicht sorgfältig kontrolliert, wer durch die Vordertür hereinmarschiert. Vielen Dank, das war äußerst lehrreich. Ah, ich wusste doch, dass ich euch hier finden würde. Eure Unterkunft steht bereit. Da ihr eine lange Anreise hattet, empfehle ich euch, einen Abstecher zu einer von Kuganes berühmten heißen Quellen zu machen, bevor ihr eure Besichtigung fortsetzt. Es ist eine wahre Wohltat für Körper und Seele. Na, das können wir doch wohl kaum ablehnen. Sehr wohl, begleitet. Begebt euch einfach zum Badehaus Bukairo, wenn euch danach ist. Ich muss zum Ostanland Handelshaus zurückkehren, doch ich habe dafür gesorgt, dass alles für euch veranlasst wird. Meine erste hinganische heiße Quelle. Ich hoffe, du begleitest uns, Theo. Sie sieht tatsächlich aus, als wäre eine Meerjungfrau aus einem Märchen zum Leben erwacht. Die anderen Badegäste werden ganz schön Augen machen. Gut, dann auf zum Badehaus. So, einmal den Ätheriten benutzen. Dieses Badehaus ist eindrucksvoll. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass wir einfach so reingehen können. Ich wünschte, ich könnte es Galis zeigen, obwohl es vermutlich sicherer wäre, das nicht zu tun. Wie auch immer, ich frage mich, wo Yolmin so lange bleibt. Sie wollte sich eigentlich nur umziehen gehen. Aber sie ist schon eine ganze Weile in dem Zimmer. Warum schauen wir uns nicht mal ein wenig um, solange wir auf sie warten? Dann gibt es doch nichts auszusetzen, oder?
zu. Ich sehe mich hier im Badehaus, da passen wir uns auch mal kurz an. Jetzt, wo ich es gesehen habe, will ich umso mehr rein. Da wir ohnehin warten müssen, solltest du die Gelegenheit nutzen, um ebenfalls im Badekern zu schlüpfen. Das scheint so Brauch zu sein, zumindest in Kugane. Gut, dass wir uns umgezogen haben. Das fühlt sich fantastisch an. Ich bin so froh, dass wir nach Ringashi gekommen sind. Es ist schön, hin und wieder mal richtig zu entspannen. Guck mal da drüben. Ist das eine Meerjungfrau? Dieser Schwanz, diese Schuppen. Eindeutig eine Meerjungfrau. Ich kann nicht fassen, dass es sie tatsächlich gibt. Und dann auch noch hier in unseren heißen Quellen. Das ist lächerlich. Ich bin offensichtlich kein Fisch. Ha, ich nehme an, die Leute, die noch nie eine Ananta gesehen haben, wissen es einfach nicht besser. Donnerwetter, Meerjungfrauen im Badehaus. Hat jemand Meerjungfrau gesagt? Was haben wir denn hier? Eine Goldtatze und noch dazu eine mit so bedauerlichen Merkmalen. Nicht so bedauerlich wie deine Manieren, nehme ich an. Und ich würde ja etwas zu den verstörenden Maske sagen, doch ich vermute, dein Gesicht ist noch gruseliger. Wie jetzt? Willst du etwas sagen, dass du mich, Nasadab, nicht erkennst? Du siehst aus wie jemand aus Eosir, aber womöglich ist meine Legende noch nicht in das kleine Kaff vorgedrungen, das du dein Zuhause nennst. Ja, bei genauerem Hinsehen wird mir klar, dass unsere fernöstliche Freunde lediglich eine Schlange für einen Fisch gehalten haben. Das tut mir jedoch nichts zur Sache. Genau genommen ist es ein äußerst glücklicher Umstand, dass ich so schnell Ersatz gefunden habe. Jetzt reicht's aber mit deinem anzüglichen Grinsen. Was machst du denn dann? Nimm deine Hände weg von mir! Alpa? Ich schwöre dir, du verrückter Maskenfreak, wenn du Alpa etwas angetan hast. Ist schon lustig. Eigentlich wollte ich auf meinen Reisen durch dieses fremde Land ja nur ein paar Gill machen, aber anscheinend sind die wilden Stämme und ich füreinander bestimmt. Wie dem auch sei, diese Schlange ist mein. Ich freue mich stets über eine Herausforderung, also versucht ruhig mich zu jagen, wenn ihr das könnt. Hahaha. Na super. Dieser Nasser soll sich in den sieben Höllen schmoren. Was ist das überhaupt für einer? Ich kann nicht fassen, dass er sich aber einfach so direkt vor unserer Nase schnappen konnte. Aber aufregen kann ich mich auch später. Unsere oberste Priorität ist es, die beiden aufzuspüren. Den bisherigen Reaktionen der lokalen Bevölkerung nachzuurteilen, dürften sie sicherlich aufgefallen sein. Wir sollten damit anfangen, uns mal in der Gegend hier umzuhören. Gut, dann erstmal wieder in Kampftracht schmeißen. Und dann hören wir uns mal um. Und diesen Mikrote kennen wir ja schon von damals. Der kreuzt komischerweise immer dann auf, wenn wir mit den wilden Stämmen irgendwie einigermaßen gut klarkommen. Ein Mikrote? Ich fürchte, ich weiß nicht, was du damit meinst. Oh, stimmt ja. Ich rede von jemandem mit Ohren wie meinen. Männlich. Ein bisschen seltsam im Gesicht. Er könnte sich auch ungewöhnlich verhalten haben. Klingelt da etwas? Ah, ihr Leute nennt euch also Mikrote. Ich habe in letzter Zeit schon einige von euch in Kugane gesehen. Und der Mann, auf den deine Beschreibung passt, war drüben beim kleinen Pierre, als ich vorhin dort vorbeigegangen bin. Dann sollten wir uns wohl mal zur Küste begeben. Vielen Dank für deine Hilfe.
Gut, dann ist er dort oben. Glaube ich zumindest. Anscheinend aber nicht. Ja, dann eben hier unten. Ach, sieh an, wie wir den hier liegen haben. Interessant. Gut, ich würde aber sagen, wir machen dann erst hier in der nächsten Folge weiter, denn das wird bestimmt doch ein bisschen länger dauern. Dann ja, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Und gegangen. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der sich gegen den Sturm stellte. Auf den mutigsten aller Krieger. Den Krieger des Lichts.